Wo ist der Händler? Dann können wir nämlich was verkaufen. Aber sollen wir Grünstück verkaufen? Oder das in die Box verschieben? Gut, und dir? Danke auch. Ein bisschen noch müde vom langen Stream. Aber ansonsten wunderbar. Ein Upgrade haben wir auch noch. Ja, mal die Taschen noch sortieren. Bist du auch am Art Arceus zocken, Rapier? Leistungskies, okay. Ätherkraut. Hab gerade aufgehört mit Spielen. Wie findest du es denn bisher? Was ist deine Meinung dazu? Also für die Bidisa müssen wir auch hier noch irgendwo eines finden. Pokémon mit zwei Schwanzflossen sucht sie. Hier wird aber gebaut, oder? Das war vorher so noch nicht so weit. Da ist es wieder. So, wir haben keinen Bidisa dabei, wir haben einen Bidifass dabei, deswegen. Ich finde es bis jetzt sehr gut, wenn man auch sehr viel machen kann. Und dass man mehr machen muss für den Pokédex. Ja, das stimmt. Jetzt einiges zu tun mittlerweile. Also ich meine, dann lohnt es sich halt auch mehrere Exemplare und so zu fangen. Das ist halt schon auch ganz gut. Kann man hier noch Pokémon tauschen? Nee. Muss ich dann doch zur Weide gehen. Aber ich habe noch nicht alles so ganz rausgefunden. Was auch mal neu ist bei einem Pokémon-Spiel. Ah, Hawkeye, hier kann man mehrere auf einmal freilassen, auf der Weide. Da geht das. Und zwar unten rechts siehst du, mit X kannst du die freilassen dann. Warte, hier ist die Weide.
Das ist rechts vom Tor. Da ist ja das Hauptgebäude. Und die mit... Hier kannst du sie dann freilassen. Und dann drückst du X und kannst sie dann freilassen. Ja, zum Glück. Zum Glück, weil sonst sammeln sich die ja an bis zum, ja, bis zum geht nicht mehr. Oh, hallo Fabian. Das Pokémon, das du freigelassen hast, hat dir ein kleines Geschenk hinterlassen. Wärst du so lieb, es an dich zu nehmen? Man kriegt auch was dafür. Sehr gut. Okay, das ist auch gut gemacht, so wie halt bei Let's Go und so. Sehr schön. Und da sind die Pokémon, die wir gefangen haben. Jedenfalls ein paar davon. Was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir nochmal hier hin und schlafen eine Runde, damit wir diese Quest erfüllen können. Morgen möchte ich mich ausruhen. Und die Ego-Perspektive ist auch witzig, dass das geht. Okay, das habe ich auch. Oder das denke ich mir auch. Da kann man nicht einfach... man muss auch aufleveln zum einen. Also man muss auch einfach trainieren und sich Zeit nehmen. Und das sollte man eben auch nicht so spielen, dass man jetzt halt da durchrusht. Ich bin ja jetzt auch erst im dritten Abschnitt. Und da gibt es auch wieder so viele Pokémon zu fangen. Und jetzt habe ich endlich auch diese Quest hier geschafft. Halt, stopp! Was? Aber beim Baubtreff haben sie mir 10 doch den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon nur. Woher sollen sie denn die Regeln unseres Dorfes kennen? Okay, die werden jetzt rekrutiert zum Bauen. Ich sag dir ehrlich, das erste Mal fühle ich mich, als wäre ich ein richtiger Pokémon-Trainer. Ja. Also wenn die nächste Generation auch nur annähernd was von dem Gameplay so mit sich hat, dann wird's echt cool. Sollen massenhaft... Oh, Zyklope. Nein, 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 nein. Ich will erstmal hier ins Grasland. Also, Pokédex. So, was müssen wir denn jetzt machen? Gehen wir mal nach Forschungslevel. Das ist alles Level 10. Für Vidisa müssen wir jetzt noch welche fangen und ein paar besiegen. Das kriegen wir doch hin. Das tauschen wir mal durch einen Wurmple aus. Und Panpyro könnten wir auch. Gehen so eine halbe Stunde schnell einkaufen, bin dann wieder da, sagt ihr aber gleich Bescheid. Alles klar. Also wir haben ja noch bis 20 Uhr, dann geht's los mit den Dynaraids.
So, dann fangen wir wieder welche. Wenn noch Platz ist, später mache ich bei Dino Raids mit. Ich denke, wird Platz auf jeden Fall sein. Spiel länger als 20 Uhr, bin bei den Raids eh nicht dabei und die anderen zocken zu sehr das Game. Ich soll das Spiel länger als 20 Uhr spielen, meinst du? Mist. Aber kriegen wir das noch von hinten? Ja. Yes. Das ist, haut auch ab, ne? Ja. Sechs von sechs gefangen. Müssen wir noch mehr fangen. Dann zielt es von alleine, aber es trifft dann nicht immer, habe ich das Gefühl. Warte. Nee. Guck mal, der wirft dann, also der trifft dann nicht automatisch. Da muss man schon nochmal ein bisschen zielen. Manchmal geht's, klar. Gedrückt halten. Okay, ich versuch's. Das wäre natürlich super, wenn das klappen würde. Wurfknopf gedrückt halten, dann kurz loslassen. Okay. Danke für den Tipp. Ja, also funktioniert, wenn man es so macht.
Federball, was macht der? Okay. So, jetzt nochmal herstellen. Da ist ein Alpha-Wampel. Ein Elite, ja, okay. Ich schreibe immer ohne Punkt und Komma. Meine Sätze verwirren mich manchmal selber. Ja, also ich bin über jeden Punkt und Komma dankbar. Das hilft mir auch immer. Oh, ah doch. Da ist Silvaro. Moment. Silvaro und dann einen wechseln. Ich bin einfach der Beste. Koopa macht immer fleißig Punkt und Komma. So sehr, dass sich andere schon getriggert fühlen. Ja, wir schauen einfach mal, wie viele bei den Raids mitmachen. Aber ich hätte schon gedacht, dass so ein paar mit dabei sind. An sich brauchen wir ja auch nur drei weitere Leute, dann sind wir schon ein voller Raid.